So, hallo, servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Interview. Heute bei uns zu Gast ist Daniel Maus vom TSV Buchbach. Servus Daniel, schön, dass du heute bei uns bist. Hi Vincent, ja, danke für die Einladung, ich bin gerne dabei. Es geht jetzt endlich wieder für euch los. Die Regionalliga startet nach so einer unfassbar langen Pause. Ja, wie fühlt sich's an, jetzt so kurz vor dem Start? Kitzelt es schon in den Füßen und Fingern, sage ich es mal bei dir. Ja, es kitzelt auf jeden Fall. Klar, die Vorfreude ist riesig nach so einer langen Pause, ohne Pflichtspiele jetzt in der Liga, endlich wieder eine neue Saison, alles ist auf Null gestellt. Ich hoffe, wir können lange spielen. Die Spieltage kriegen wir alle über die Bühne, haben wir ja ein straffes Programm jetzt hier bis zum Winter, und aber Vorfreude ist riesig, klar. Ja, du hast schon erwähnt, ihr hattet ja doch jetzt auch schon eine interessante Art der Vorbereitung, nenne ich es jetzt mal, mit dem Toto-Pokal, der ja auch noch bei euch war. Wie habt ihr das denn jetzt gemacht, weil ja jetzt schon auch wieder eine längere Pause war zwischen dem letzten Pflichtspiel? Wie habt ihr euch jetzt vorbereitet? Genau, wir haben ja einen Restart früher begonnen, eben mal für die Toto-Pokalspiele, hatten dann zwischenzeitlich mal 3 Wochen spielfrei während der Toto-Pokalphase, haben dann dort 10 Tage frei bekommen. Das war dann praktisch unser Sommerurlaub, und haben dann direkt wieder nach dem Toto-Pokal-Halbfinale gegen Türkgücü durchtrainiert, weil das ja eh schon jetzt kaum mehr Zeit war bis zum Saisonstart. Und deswegen war das dann ein fließender Übergang für uns nach dem Toto-Pokal-Halbfinale eben. Und von daher, ja, einerseits cool, dass wir schon ein bisschen früher starten konnten. Andererseits ist natürlich auch, ich sage jetzt mal, ist die Phase sehr lange, bis die nächste Pause ansteht. Wie geht ihr da in der Mannschaft mit der Situation um? Ist das jetzt ungewohnt für euch oder seid ihr einfach nur so heiß auf den Saisonstart, dass das gar keine große Rolle spielt? Nee, das spielt keine große Rolle. Ich glaube, die Vorfreude ist riesig. Die Jungs haben alle mega Bock, die sind heiß im Training. Und ja, am liebsten würde ich heute starten oder würden wir heute starten. Jetzt muss man noch 2 Tage gedulden, cool bleiben, und dann müssen wir am Samstag halt das Feuerwerk abbrennen. Jetzt habt ihr auch intern natürlich schon euer Saisonziel ausgerufen. Ihr wollt Tabellenführer des unteren Drittels werden, so hat es euer sportlicher Leiter formuliert. Die Liga ist ja so hart wie nie, hat Alex Petrovic gesagt. Wie wollt ihr in diesem Haifischbecken bestehen? Ja, die beiden haben natürlich recht. Es ist klar, ich würde die Liga als zweigeteilt sehen mit den Profiteams, die natürlich andere Voraussetzungen haben. Und unser Ziel ist natürlich primär der Klassenerhalt, und dann wollen wir natürlich von den Amateurteams, sage ich jetzt mal, die nicht unter Profibedingungen trainieren können, wollen wir natürlich ganz vorne dabei sein bei denen. Das ist jetzt unser Ziel, und darauf haben wir jetzt hingearbeitet in der Vorbereitung. Gibt euch da vielleicht auch der Blick in die Vergangenheit irgendwie Auftrieb? Ihr habt ja unter anderem damals 2017 gegen 60 gewonnen, letzte Saison seid ihr 7. geworden. Was nehmt ihr aus der Vergangenheit jetzt mit in die neue Saison? Ja, wir nehmen auf jeden Fall mit, dass wir daheim schon einige Hochkaräter gepackt haben. Und das wollen wir dieses Jahr wieder bestätigen, dass wir gegen die Top-Teams auch daheim Punkte holen, gewinnen, vielleicht auswärts auch einen Punkt mitnehmen. Das ist das, was wir mitnehmen aus der Erfahrung. Und wir haben es daheim schon öfter bewiesen, dass wir das können. Und wie gesagt, das gilt es zu bestätigen. Dann möchte ich jetzt mal einen Blick werfen auf deine Tipps. Du hast freundlicherweise einen Tipp für den ersten Regionalligaspieltag abgegeben. Den blende ich jetzt hier mal ein. Fangen wir gleich mal mit dem ersten Spiel an. Das sticht natürlich sofort ins Auge. TSV Hauptstadt gegen die Spielvereinigung Unterhaching 1:1. Was ist da los? Wieso glaubst du, dass ihr Sandro Wagner sein Gehen nicht den Spielern einimpfen kann zum Sieg? Ich glaube, dass er schon einimpfen kann. Ich denke nur, dass Hauptstadt erstmal ein Brett ist für Haching. Total ungewohntes Umfeld, lange, lange Anreise auch. Ich denke mal mit dem Bus. Hauptstadt hat eine gute Mannschaft. Wir sind letztes Jahr auch relativ weit oben gewesen, haben sich sehr gut verstärkt. Also ich glaube, das wird ein Brett erstmal für Haching, aber dennoch zähle ich sie natürlich auch zu den Top-Favoriten über die ganze Saison hingesehen. Das ist klar. Wenn wir da schon sind, was meinst du, wer packt es am Ende? Wer wird Meister?
Also nach aktuellem Kaderstand sage ich Bayern München 2. Bloß da kann sich noch viel, viel verändern natürlich. Da wollen viele junge Spieler noch hoch. Aber wenn die aus den Vollen schöpfen können, sehe ich sie als Top-Favorit eng gefolgt von Haching und von Schweinfurt. Dann blickt man nochmal auf deine Tipps hier. TSV Buchbach gegen FC Schweinfurt 1:1. Schweinfurt war ja in der vergangenen Saison in den Aufstiegsplayoffs dabei, schon auch eine der Spitzenmannschaften. Was macht dich da zuversichtlich, dass ihr denen einen Punkt abluchsen könnt? Ja, wir wollen auf jeden Fall für die erste kleine Überraschung sorgen hier am ersten Spieltag. Haben auch letztes Jahr sehr gut daheim gegen sie ausgeschaut. Ja, das ist unser Ziel und das traue ich uns auch vollkommen zu. Deswegen sage ich einen Punkt. Ja, träumen uns zu und hoffentlich schaffen wir es dann auch. Welche Rolle siehst du da jetzt bei dir persönlich? Du bist ja der Torwart bei euch. Wie hast du dich vorbereitet, dass ihr da diesen Punkt holen könnt? Ja, ich denke schon, dass ich was zu tun bekommen werde auch in dem Spiel und muss natürlich dann auch gute Leistung abrufen und ich sage jetzt mal, als einer der Älteren auch vorangehen, die Jungen führen. Wir sind ja extrem jung geworden, aber ich glaube, die Mischung ist gut. Also wie gesagt, ich habe ein positives Gefühl. Es wird ein anderes Spiel auch als die Vorbereitungsspiele. Es wird sehr lautstark werden. Ich komme auch, glaube ich, einige Gästefans mit, was ich gehört habe. Also da wird richtig, richtig Stimmung sein im Buchbacher Kessel, sage ich jetzt mal bei uns. Und das ist eigentlich was, wovon wir uns nicht beeindrucken lassen sollen. Auch wenn da, weiß ich nicht, 100 oder mehr Gästefans für Stimmung sorgen werden, müssen wir cool bleiben und unser Ding durchziehen. Ihr habt jetzt auch im Toto-Pokal schon vor Fans gespielt. Welche Rolle spielt das für dich, wenn da Publikum im Stadion ist? Wie beeinflusst das dich bzw. euch? Ja, das ist geil einfach, weil sonst kannst du ja gleich ein Trainingsspiel machen oder wie auch immer, Vorbereitungsspiel, also mit richtig Fans. Das sorgt ja eigentlich für eine richtig geile Atmosphäre und für ein wichtiges Spiel. Also es gibt ja nochmal den letzten Kick und deswegen hoffe ich, dass da auch am Wochenende, nachdem jetzt wieder auch viel mehr Zuschauer möglich sind und gleich so ein Hochkaräter zu uns kommt, dass dann auch wieder die Hütte brennt und dass da einiges los sein wird. Also das wünsche ich mir nach so einer langen fußballfreien Zeit, dass die Leute wieder Bock haben, nach Buchbach zu fahren, Fußball schauen zu wollen, auch, denke ich, ein qualitativ gutes Spiel sehen werden. Und ja, das muss sein. Dann werfen wir nochmal. Sorry, wenn ich nur unterbreche, für Verpflegung und mit unserem neuen Weißbier-Sponsor jetzt, Erdinger, da ist auch einiges gesorgt, also auch kulinarisch wird es nicht fehlen für die nächsten Heimspiele. Meinst du, damit kann man noch den einen oder anderen anlocken? Hoffe ich doch. ja, dann werfen wir nochmal einen letzten Blick auf deine Tipps. Schauen wir nochmal auf die anderen Favoriten. Die Spielvereinigung Bayreuth hast du mit 2-0 beim TSV Rhein. Und Bayern 2 in Augsburg 3:0. Was meinst du, wie lang werden auch die beiden oben mitspielen? Bei Bayern hast du es ja schon gesagt, Bayreuth war ja letzte Saison auch vorne mit dabei. Ja, ich glaube, dass bei Bayreuth auch eben letztes Jahr haben sie ja gezeigt, dass sie ganz oben mitspielen können. Die haben sich auch wieder gut verstärkt. Ich glaube, dass sie da auch ein bisschen an Erfahrung gewonnen haben und auch hinten sich auch hinten verstärkt haben nochmal. Ja, ich muss ehrlich sagen, es gibt viele Unbekannte, auch Rhein zähle ich da dazu, wo ich gar keinen Einblick habe. Nach der langen Pause gibt es viele andere Vereine auch, wo man uns schwierig einschätzen kann. Aber ich denke, dass Bayreuth natürlich auch mit den Bedingungen oben dabei sein werden, ist klar oder ist für viele klar. Wie bereitet ihr euch auf solche Teams vor, wo ihr jetzt noch gar keinen Einblick habt? Gut, die ersten Spieltage werden da natürlich aufschlussreich sein. Da wird man auch wieder die Spiele analysieren können, die Videos anschauen können, die Ergebnisse und die Aufstellungen sehen. Von daher, von Spiel zu Spiel, wir haben da ein akribisches, junges Trainerteam, was auf viele, viele Tools auch setzt, was sich da gut vorbereitet. Von daher, glaube ich, wird es daran nicht scheitern, auf jeden Fall, dass wir die Gegner nicht im Voraus analysieren können.
Welche Rolle traust du denn zum Beispiel den Aufsteigern auch zu? Ihr wollt ja Tabellenführer im oberen Drittel werden. Jetzt ist aber so, wer sind denn da deiner Meinung nach die Hauptkonkurrenten in dem Kampf, sage ich mal? Im Kampf von dem, also von unserem Ziel jetzt, genau. Illertissen, Burghausen, ja, solche Mannschaften, sage ich jetzt mal, die ja auch in der Vergangenheit immer so im Mittelfeld, im gesicherten Mittelfeld waren. Ich denke, dass die ja auch wieder das gleiche Ziel anstreben und dann auch ähnlich wie wir versuchen, eben wieder ins gesicherte Mittelfeld zu kommen. Dann möchte ich zuletzt noch auf eine Sache von dir zu sprechen kommen. Du hast auch das Torwarttraining bzw. die Torwartausbildung in Deutschland kritisiert. Hast gesagt, ja, die Regionalliga wäre kein wirkliches Sprungbrett und du würdest dich im Nachhinein vielleicht anders entscheiden. Du hast ja bei Haching gespielt in der Jugend. Was wäre denn deine andere Entscheidung gewesen, wenn du das so klar sagen kannst? Also ein bisschen richtig stellen muss ich schon. Es ging eigentlich primär um noch tiefere Ligen, wo ich einfach gefragt worden bin. Und da ist ja oft einfach das Problem, dass kein richtiger Torwarttrainer bezahlt werden kann, zur Verfügung steht. Regionalliga, ja, ich glaube, es hat aufgeholt, auch das Interview ist eine Zeit her. Ich glaube, dass die Liga jetzt gerade noch mehr in Fokus rückt mit den Mannschaften dieses Jahr, dass es durchaus ein Sprungbrett werden kann. In der Vergangenheit, glaube ich, gab es einfach wenig Spieler und auch Torhüter, die es irgendwie über die Regionalliga noch nach oben geschafft haben. Ich hoffe, das ändert sich. Ich hoffe, die Liga kriegt da mehr Attraktivität zugesprochen. Wird auch wieder viel mehr gescoutet von Profivereinen, dass es einfach ein Sprungbrett oder vermehrt ein Sprungbrett werden kann, weil es gibt viele talentierte junge Spieler bei uns in der Liga, die es einfach verdient hätten, mal irgendwo weiter höher eine Chance zu bekommen, zumindest sich beweisen zu können. Und das war in der Vergangenheit leider nicht so oft der Fall, meiner Meinung nach. Und aber man sieht ja, die Hälfte der Liga sind Profivereine bei uns mittlerweile. Und da sieht man, dass die Strukturen und auch das Training dementsprechend besser wird. Deswegen kann es da durchaus vermehrt in Zukunft ein Sprungbrett werden. Oder würde ich mir wünschen, dass es so ist. Dann ja, hoffe ich, dass ihr dazu beitragen könnt, dass es ein Sprungbrett werden kann zu der Attraktivität der Liga. Ich wünsche euch alles Gute für den Start gegen Schweinfurt. Hat mich gefreut, dass du da warst. Danke dir. Gerne. Dankeschön.